So, wir filmen jetzt gerade den Andreas, wie er einer netten Kundin Wasser wird. Nett weiß ich noch nicht. Okay. Sehr war sie nett. Nee, Wasser serviert, genau. Und wieso gibt es da Wasser und kein Champagner? Du, zum Verdünnen einfach, ne? Weil das Glas Champagner ist, manche mögen es ja nicht so konzentriert, so dicht. Da kippt man ein kleines Glas Wasser dazu, dann sprudelt es auch nicht so arg. Das steigt es einem so schnell in den Kopf. Und von daher versuchen wir das Wasser natürlich auch ein bisschen zu verstecken, zu verkleiden. Deswegen gibt es in der Teekanne. Und jetzt gehe ich raus. So, jetzt gibt es wohl doch noch ein Glas Champagner. Ja, also so ganz mit Wasser hat die Dame gemeint, wäre jetzt dann doch nicht so ihr Ding. Sie würde dann doch so ein bisschen was zu schwindelig werden dazu nehmen. Gibt's und was kriegt sie denn? Jean-Marc Selleck. Selektioniert von Champagne Characters, extra für unsere Boutique. Ganz feiner, eleganter, knackiger Rosé-Champagner. Ihr seht vielleicht da durchs Fenster, es ist Sonne, es ist warm, der Wind weht, es ist Freitagabend, es ist nach 12. Also genau die richtige Zeit für ein Glas Rosé-Champagner. So, ich weiß nicht, ob man jetzt was erkennen kann, weil es wahnsinnig hell. Jetzt sind wir quasi vor dem Sturm. Freitagabend haben wir unsere Terrasse aufgebaut mit unseren schönen Hawaii-Schirmen. Und hier nehmen sie dann Platz später. Die ganzen Champagner-Wilden und Begeisterten. Und wenn dann alles voll ist, setzen sie sich dann sogar auf den Grünstreifen. Wir breiten uns überall aus. Und wenn alles voll ist, dann geht es sogar ab in unseren Gewölbekeller.